Hallo, liebes Publikum. Willkommen zurück bei Luigi's Mansion. Ich bin der Failord und ja, in der letzten Folge haben wir dieses Spiel wieder aufgenommen nach 3 Jahren. Ich glaube, ich habe es oft genug gesagt. Ihr wisst mittlerweile, dass es 3 Jahre her ist. Und... Telefon. Moment mal, Luigi. Ich bin's, Professor Igitt. Ich erhalte Messwerte, keine Meisterwerke. Das kommt erst später. Ich erhalte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die dir bisher untergekommen sind. Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so. Ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst auf den X-Knopf drücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkte hinzuarbeiten. Herauszufinden. Was auch immer. Manchmal erfährst du so, wie du sie am besten überraschst. Also, Luigi, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Das sind 2, weißt du? Ich bin auch nur ein normaler Mensch, auch wenn ich komisch rede. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Animation. Schlüssel rein. Zittrige Hand. Ganz langsames Öffnen der Tür. Und ab geht's. Geld! So, und wir haben auch hier so Geistermäuse auf dem Boden. Und ich bin der Meinung, Geisterfledermäuse fliegen hier auch rum. So, und jetzt gibt's hier schon mal die Münzen haben nämlich auf eine Tür, glaube ich, hingearbeitet. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, auf diese hier. Das Problem ist, bei dieser Tür, die ist nicht echt. Kann hier jemand zeigen? Ich stehe gerade vor keiner Tür. Um zu wissen, wie eine richtige Tür funktioniert, einfach einmal kurz ansaugen und die, die sich schüttelt, die ist es. So, haben wir hier eine offene Tür? Da haben wir eine offene Tür. Du bist eine offene Tür. Und du bist eine richtige Tür, genau. So, und hier haben wir jetzt den nächsten Speedy Spirit und der ist nämlich hier drin. Ich will erstmal die Bücher loswerden. Na? Gerade sagen. So. Gut, ich glaube, das war's. Ist der im Schreibtisch oder im Sessel? Ich weiß es gerade nicht. Im Sessel, okay. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Oh, der ist schwierig. Einfach, weil der halt so nah an einem Schreibtisch dran ist, an dem man einfach gegendotzen kann. So, das Ding würde ich gerne einsammeln. Dankeschön. Und damit haben wir unseren ersten Rubin. Ich glaube, habe ich beim ersten echt den Kristall verkackt? Ich weiß es nicht. So, aber was gemeint war von Professor Igitt, dass man die Geister checken soll. Man kann hier die Herzen prüfen. Und dann sagen die was. Hohoho, weiter so. Versuch nur, mich zu finden. Ich kann dich sehen, aber du mich nicht. Hohohoho. Sehr hilfreich. Dankeschön. Und gleich gähnt er wieder. Das macht er nur, wenn man ihn nicht anguckt. So, und ich hoffe natürlich, dass ich ihn hinkriege, ohne Schaden zu nehmen. Scheiße. Weil dadurch kriegt man eine ganz große Perle. Und wenn ich die gekriegt hätte, die gibt nämlich am Ende massiv Geld. Okay. Und es gibt auch für jeden dieser Gemäldegeister einen Rang. Und einen goldenen Rang kriege ich für ihn schon mal nicht, glaube ich. Ja, jetzt habe ich gerade die bessere Technik gehabt. Gerade eben, das davor war ziemlich verkackt. Ziemlich verkackt, wollte ich sagen. So, jetzt haben wir hier den Kasten und einen Schlüssel. Key. Und der führt uns zur anderen Seite dieses Flures. So, hier kann man theoretisch auch klopfen und dann Bücher lesen. Da liegt ein Rätselbuch. Willst du es lesen? Ja. Wo immer Menschen ihre Kreise ziehen, tauchen Rätsel auf. Sich von ihnen abzuwenden, führt jedoch nie zu ihrer Lösung. Anstelle ihnen den Rücken zu kehren, sollte man einen anderen Blickwinkel verfolgen. Nicht selten öffnet sich ein neuer Pfad, der zur Lösung des Rätsels führt. Gilt auch mit Konflikten manchmal. Du hast Ramons Riesenbaby-Ratgeber gefunden. Möchtest du ihn lesen? Klar. Oder Romans, keine Ahnung. Mein dritter Sohn ist immer noch ein Kleinkind. Als ob das nicht schon seltsam genug wäre, fallen ihm diese böse,
bösesten Scherze ein. Ganz im Gegensatz zu den beiden anderen. Denn diese beiden Zwillinge, sie haben eine Heidenangst vor Feuer, Wasser, Kälte und Wind. Nun, sie zittern regelrecht vor Angst, wenn sie einer der elementaren Kräfte ausgesetzt sind. Manchmal denke ich gar, sie verhalten sich weitaus kindischer als ihr kleines Brüderchen. Das ist ein Hinweis für einen späteren Boss. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Dort liegt ein Buch mit dem Titel Die käsehafte Anziehungskraft der Dunkelheit. Möchtest du es lesen? Ich habe was in diesem Raum vergessen. Die Dunkelheit übt auf Geistermäuse eine vergleichbare Wirkung aus wie Käse auf echte Mäuse. In der Dunkelheit strahlen sie eine goldene Aura der Zufriedenheit aus. Ich muss versuchen, noch vor der Morgendämmerung möglichst nah an eine heranzugelangen. Gezeichnet Gerd Gauder oder so. Genau, denn hier ist so ein Käse und wenn man den prüft, kommt normalerweise eine Goldmaus. Aber nur, wenn es dunkel ist. Und die geben auch nochmal massig Geld. Das habe ich verkackt. Du hast das Buch der Perikles gefunden. Des Perikles. Wir können die Maus aber noch kriegen, aber erst wesentlich später. Möchtest du es lesen? Ja. Es gibt spirituelle Wesen, die als elementare Geister bekannt sind. Sie kommen in den Elementen Feuer, Wasser und Eis vor, die den Großteil unserer Welt bilden. Um dieser Elemente Herr zu werden, muss man im Besitz einer Elementarmünze sein. Es ist im Bereich des Möglichen, dass elementare Geister nur dem Träger einer solchen Münze sichtbar werden. So. Du hast Igits Geisterfibel gefunden. Möchtest du sie lesen? Ja, klar. Geneigte Leser, sicherlich hatten auch Sie schon mal ein Problem mit Geistern, die sich wahrscheinlich nicht ohne weiteres erschrecken lassen, richtig? Sie verfügen über enormen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, sich vor Lichteinfall zu schützen. Was also, verehrte Leserschaft, wenn man von eben jenen sturen Astralgestalten aufs Heftigste bedrängt wird? Geht Ihnen ein Lichtlein auf? Nun, zunächst einmal sucht man nach einem Hintertürchen. Einer Möglichkeit, Sie in einen unerwarteten Moment zu erwischen und aus dem Konzept zu bringen. Zeigt ein Gespenst sein Herz, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den kleinen Racker dingfest zu machen. Give us a call, we are ready to defeat you. Lassen Sie sich von mir versichern, dass ich auf diese Weise bereits Dutzende von Geistern gefangen konnte. Wie die Ghostbusters halt. Du hast so Rolandas Kinderpflegejournal gefunden. Möchtest du es lesen? Klar. Für Geister ihres Alters sind die Zwillinge auffallend schüchtern. Kürzlich sind sie sogar verschwunden, um ihren Zimmerschlüssel fernab ihres Zimmers in dieser Villa zu verstecken. Sie rauben mir den letzten Nerv. Sie sind förmlich ausgerastet, als ich ihr Hubschraubermobile bewegt habe. Die geistige Jugend heutzutage. Wer durchblickt schon, was in ihren Köpfen vor sich geht? Vermutlich nichts weiter als Luft, weil sie Geister sind. Aber ja, ein kleiner Hinweis, wie man die Zwillinge triggern kann und wie man sie auch besiegen kann mit den Elementarsachen und so. Das war vielleicht nicht verkehrt, dass wir uns das durchgelesen haben. Das habe ich nämlich im vorigen Playthrough meiner Meinung nach auch nicht gemacht. So, das Erste, was wir machen, wenn wir in diesen Raum kommen, Ventilator. Denn im Ventilator, wie man es kennt, da verstecke ich auch immer alles. Da ist nämlich eine ganze Menge Geld. Da ist es. Genauso mache ich das auch. Deswegen machen bei mir alle immer Fenster zu und Heizung auf, damit der Ventilator laufen muss. Kleiner Spaß, ich habe keinen Deckenventilator. Jetzt weiß niemand, was er glauben soll. So, wir werden auf jeden Fall sowieso nochmal hier zurückkommen. Und da draußen hat man schon einen Toad gesehen. So, was man bei ihr machen muss, warte. Oder nicht warten. Na, komm schon. Komm schon, Rolanda. Jawohl. Und, oh, perfekt. Das war ein perfekter Clean Sweep. Oh yeah. Ich habe ihr Herz nicht gecheckt. Was man aber machen kann, kann man jetzt noch nicht machen, ne? Doch, kann man. Man kann sich die Profile der Geister angucken. Ramon zum Beispiel, Alter 42 Jahre. Im Jenseits angekommen, versucht er, die zu Lebzeiten versäumten Bücher zu verinnerlichen. Ja, warum auch nicht, ne? Klingt doch nicht verkehrt. Moment. Sie schaffte ihre Ersparnisse beiseite, um für ein Leben im Jenseits bestens vorzusorgen. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier erstmal nochmal einen Schlüssel in ein neues Zimmer. Dann schauen wir mal, wo das hinführen wird. Das führt uns einfach mal gegenüber hin.
Gegenüber hin? Genau. Das führt uns gegenüber hin. Zum Raum gegenüber. Genau der. Ominöse Musik. Was das wohl bedeutet? Ja, dann schauen wir mal. Das ist die richtige Tür. Aua! Doofe Maus. So. Gehen wir erstmal hier in diesen Raum. Das erste, was ich machen möchte, ist ein Herz einsammeln. Denn ich möchte hier jetzt definitiv alles an Gesundheit haben, was ich haben kann. Guck mal, da ist er. So, Herz prüfen. Hopp, Pferdchen galopp. Hopp, Pferdchen galopp. Zurück bitte, danke. So, das was man halt machen muss, ist das Pferdchen zum Schaukeln zu bringen. Und schon hat man seine Aufmerksamkeit. Nom, 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 nom. Hallo, spielst du mit mir? Boing. Du sollst fangen, hier, bam. Ist natürlich auch ein tolles Beispiel, was man mit diesem Spiel setzen muss. Aua, du hast Aua gemacht. Dabei wollte ich doch nur spielen. Ihr Großen seid alle doof. Und außerdem bist du größer als ich. Mir reicht's. Klein, jetzt werd schon kleiner. Klein, klitze, klitze, klein. Klein und mickrig, ga, ga, go, go. Oh. Ich glaube, wir sind ein bisschen in der Wäsche eingegangen, meine Damen und Herren. Alles klar, auf geht's in unseren ersten großen Bosskampf gegen Baby Louis? Ich glaube Louis, ja. Der hat auch nur Zahnpasta auf dem Kopf. Bling. Wham. Alles klar, auf geht's. So, das erste, was er machen wird, ist sein Schaukelpferdchen nach uns zu schmeißen. Da reicht es einfach, wenn man einmal von links nach rechts geht. So. Das nächste, was er macht, ist ganz viele von diesen Bällen. Aber nur einer davon ist ein echter. Und den muss man suchen. Das gleiche machen wie gerade eben. Nämlich ihm ins Gesicht werfen. Schön kann man anfangen. Ihn zu besiegen. Die Sache ist halt, das schafft man definitiv nicht in einem Durchrutsch. Man wird definitiv einmal von ihm getroffen. So, jetzt fängt er an hier lustig auf dem Bett rumzuhüpfen. Das macht man aber nicht. Ich muss dem kleinen Louis offenbar doch noch ein bisschen Manieren beibringen. Weil ich glaube, unter 50 könnte man ihn theoretisch schon bringen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Könnte sein, dass ich gerade ziemlich verkackt habe. So. Dann auch das Pferdchen. Ich glaube, jetzt kommen nochmal zwei Pferdchen gleichzeitig. Nein, dafür muss er unter 50 sein. Ich glaube, das kann man definitiv besser schaffen als das, was ich gerade gemacht habe. So, komm her. Und bam. Oh ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war definitiv nicht gut. Ich glaube, für Louis kriege ich nur Silberrang. Also man kriegt halt Ränge für die ganzen Gemäldegeister. Und da gibt es halt Bronze, Silber und Gold. Habe ich nie gewollt. Na, na, da, 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 da. Ja, und im Endeffekt, je nachdem, ob man es halt in einem Rutsch durchschafft, wie oft man Schaden genommen hat und so weiter und so fort, das zählt halt alles ins Ranking-System. Im Endeffekt kann man sich die Ergebnisse davon nicht wirklich angucken. Das Einzige, was man als Referenz hat, ist halt dann, dieser Rang, den man dafür bekommt. Also mehr kann man dazu nicht einsehen. Aber ich denke, das wäre es auch mit unserem ersten Bossgegner in diesem Spiel. Ich will die Münze. Ach, das ist doch gemein. Lässt du da eine Münze fallen, die ich nicht einsammeln kann? So, kann ich hier wieder das Herz einsammeln? Jawohl, guckt es euch an. Sehr schön. Und dann geht man hier an diese Kiste. Und dann kriegt man einen großen Schlüssel. Ja, auch einer dieser Jingle, die ich total mag, die einfach dieses dün, 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 dün. Und ich mag den Klingelton. Hm?
Luigi, hörst du mich? Dem Himmel sei Dank, du bist okay. Ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Daher war ich etwas besorgt. Hm, du scheinst nach dem langen Kampf etwas außer Puste zu sein, nicht wahr? Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Sobald du einen Bossgeist aufgesaugt hast, ist dein Schreck weg 0816 dem Bersten nahe. Obwohl, ich schätze, du hast dem Bossgeist gezeigt, wer der wahre Boss ist. Definitiv. Zwar nicht mit Goldrang, aber trotzdem. Gut aber, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Nun sieh dir mal das hier an. Annähernd 20 Jahre hat es gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Ich bezeichne es als den Geistrapportrifizierer. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir gefangenen Geister in Gemälde umzuwandeln. Doch damit nicht genug. Es funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wie? Du möchtest wissen, wie das funktioniert? Nun, ganz einfach. Dazu musst du lediglich den Schreckweg 0816 an diese Buchse anschließen. Und danach heißt es zugeschaut und mitgestaunt, Kleiner. Alles klar, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Geister rein. Geisterportrifizierer an. Und jetzt wird hier erstmal wie in einem Hexenkessel alles durchmischt. Wie Igel sich immer freut und so hoch und runter wabert. So. Gleich machen wir Gemälde. Die Geister sind unsichtbar. Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. So, dann schauen wir uns mal die Ränge an. Und fertig sind unsere Gemälde. Louis haben wir auf Gold. Roland nur auf Silber. Und Rolanda auch auf Gold. Sehr schön. Oder Ronald? Wie auch immer. Hm. Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. So, dann schauen wir uns mal unser bisheriges Geld an. So, gucken wir mal. Ramon mit Silber. Rolanda mit Gold. Und Louis mit Gold. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Auch wenn ich bei Rolanda heißt die Frau. Ramon ist der Typ. Bei Ramon nicht unbedingt sehr zufrieden bin mit Silber. Das hätte ich definitiv besser hinkriegen können. So. Aber wir haben 600.000 Münzen, 220 in Scheinen, 200.000 in Goldbarren, 1 Million für den Rubin, 2.250.000 für die Perlen und insgesamt 6.270.000 G gesammelt. Das ist, glaube ich, für die erste Region nicht verkehrt. Wo soll es denn hingehen, Luigi? Ich würde sagen, wir gehen mal zur Galerie und gucken uns unsere eben erstellten Gemälde an. Da kann man sich auch die Ränge nochmal genauer angucken. Hier haben wir Silber für Ramon. Ramon? Ja. Ramon war jetzt richtig diesmal. Gold für Rolanda. Klar, haben wir in einem durchgeschafft. Und für Baby Louis haben wir auch einen Goldrang. Ich denke, das ist Gold. Nee, Moment. Nein, das wollte ich machen. Gucken wir uns noch den Eintrag für Louis an. Verwöhnter Balk Louis, Alter 1 Jahr. Er schreit und schläft unruhig, was nicht so erstaunlich ist, da er schon als Geist geboren wurde. Okay, dann ist es wenigstens kein irgendwie Einjähriger, der verstorben ist oder so. Das ist glaube ich, ganz gut. Hast du den Hunger gestillt? Ja, zurück zum Labor. Alles klar. Luigi, wo soll's hingehen? Zur Villa. So. Genau. Vorsichtshalber save ich nochmal drüber. So, speichern. Sehr gut. Und dann würde ich an der Stelle sagen, das wäre es mit dieser Folge von Let's Play Luigi's Mansion. Dankeschön fürs Zusehen und an der Stelle sage ich wie eh und je tschüss, bis dann.